Hallo, liebe Leute. Ja, ich wollte auch eine Weihnachtsansprache halten und zwar wollte ich mit euch darüber kurz sprechen, wie wir weiter hier auf dem Kanal machen. Wollte euch frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch. Und ja, mal gucken, wie wir anfangen, ne? Also, ich gehe mal auf den Desktop und dann schauen wir mal hier, was wir hier so machen, ne? Also, wir haben ja hier erstmal Montag und am Montag haben wir einmal Oxygen. Not included. Das ist um 8 Uhr ja immer im Wechsel. Wie machen wir das so? Glaube ja mit Dwarf Fortress. Jo, das würde ich sagen, läuft so wunderbar. Na, da haben wir den Montag. Dann schauen wir mal, dass wir auf den Dienstag kommen. Da haben wir Simotrans, Comic, das ist auch um 8 Uhr. Und dann haben wir um 16 Uhr noch Astronie, nee, doch Astronie haben wir da. Ja, Simotrans, das läuft ganz gut, denke ich, das können wir so lassen. Bei dem Astronier, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ne? Ob wir da nicht auf Dauer irgendwie schauen, dass das vielleicht abgesetzt wird, einfach aus dem Grunde, weil ich bin der Meinung, dass das ja irgendwie nicht so richtig läuft, wie ich es mir vorstelle. Aufrufungszahlen sind jetzt manchmal gut, manchmal schlecht, aber es bewertet es keiner. Keiner macht dann Daumen hoch für. Das ist bei keinem anderen Spiel so. Bei Arboreum war das auch so, dass es ist, da gefällt mir nicht und ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache. Es war jetzt auch gerade so eine Durststrecke, wo ich da unten noch nicht mal rausgefunden habe. Vielleicht ist es immer noch so, dass ich nicht rausgefunden habe. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das ist nicht so dolle. Muss ich gucken, wie ich dann da weiterkomme. Vielleicht könnte sein, dass ich das Astronier absetze. Wenn ich es absetze, dann würde ich einen Comic dafür noch mehr machen. Dann der Mimi wird sich freuen. So, Mittwoch. Machen wir mal nichts, weil da ist nichts. Und das ist momentan so. Eigentlich bin ich da jetzt auch nicht gerade zu haben für, dass ich den Mittwoch noch was wieder reinnehmen wollte. Wenn, dann würde ich entweder Dwarf Fortress da so rübersetzen oder, warte mal, machen wir mal Donnerstag hier. Ach, wir nehmen mal eine andere Farbe noch, ne? Das gefällt mir nicht in der Farbe. Da machen wir mal Donnerstag nochmal. Da haben wir Valheim. Das ist gut, das gefällt mir. Das ist auch um 8 Uhr, ne? Das läuft. Können wir so lassen. Bin ich auch zufrieden mit. Bin meine auch, dass die Leute da gut gucken und das insgesamt mir gefällt. Ja, und dann haben wir noch den Freitag. Freitag haben wir hier. Da ist einmal Voxel Tycoon im Wechsel. Na, warte mal, das machen wir nochmal. Wechsel hatten wir so gemacht und so gemacht mit RimWorld. So, und Dwarf Fortress haben wir hier vorne stehen gehabt. Und da bin ich dann überlegen, oder wir machen das so, dass RimWorld dahin kommt. Das müssen wir mal noch entscheiden, das weiß ich nicht. Voxel-Teigen, ja, es ist mies gelaufen. Wir sind gerade so ein bisschen am Reparieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das noch hinkriegen. Das müssen wir mal schauen, ne? Und ja, das wird jetzt sozusagen dann vielleicht so klappen oder nicht klappen, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. So, und Samstag haben wir Transportteigen. Nee, Transportvieh. Nee. Doch, Transportvieh heißt es, genau. Transportteigen ist es nicht. Zwei war es. Ist auch um 8 Uhr. Ja, das ist da so ein Punkt, wo ich so ein bisschen dran bin, dass ich sage, das ist ganz schön, das macht auch Spaß, aber irgendwo ist es langwierig, das Spiel. Das habe ich schon gemerkt. Also andere Spiele, so wie Simotrans, das ist mehr hinter. Aber die Leute gucken es und das ist vielleicht noch ganz interessant. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir das vielleicht besser so lassen. Also, ich glaube, da bleiben wir erstmal bei. So, das ist der Ausblick der Woche. Gucken, was mit Astronier wird, wenn es rausfliegt, weiß ich noch nicht. Ich bin noch am Arbeiten da dran.
Vielleicht wird es auch ein bisschen später oder sowas, dass ich noch ein paar Folgen mache. Ich bin mir nicht sicher, was ich damit mache. Vielleicht kicke ich es raus, vielleicht kicke ich es nicht raus, weiß ich nicht. Und am Mittwoch könnte sein, dass da vielleicht Warforthos und Rimworld dann da noch hinkommen, dass das dann wöchentlich ist. Oder vielleicht mache ich es auch so, dass ja, einmal Warforthos Montag kommt, dann kommt Rimworld am Mittwoch. Und ja, ich weiß es aber noch nicht. Nee, ich will es nicht wieder so vollpacken. Das macht mir nichts. Man hat seine kostbare Zeit mit der Familie auch zu verbringen und so. Und deswegen bin ich da noch am Überlegen. Mal schauen, was ich da mache. Gut, wisst ihr Bescheid. Das ist so der Plan, den ich habe. Ich bin mit meinen Aufrufzahlen eigentlich ganz zufrieden, dass es läuft. Und ich habe dieses Jahr, jetzt lass mich gerade überlegen, über 40 Abonnenten dazu gekriegt. Das ist eigentlich auch keine schlechte Zahl. Hatte gedacht, dass ich die 400 dieses Jahr noch brechen werde, aber es ist jetzt die letzten Tage noch ein paar abgesprungen. Ich nehme das Video jetzt auch ein bisschen vor Weihnachten schon auf. Also wir haben noch ein paar Tage, aber ich glaube nicht, dass das klappt, dass es bis zum Jahresende die 50 Abonnenten bzw. die 400er Marke durchreißt. Also 50 Abonnenten wäre 390, glaube, dieses Jahr mehr dann. Dann wäre ich bei 390, dann wären es 50 Abonnenten dieses Jahr mehr. Und 400 ist natürlich dann nicht weit weg, dass man darüber steigt. Aber das ist nicht so wichtig. Aber man guckt schon hinterher. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlecht, ne? Wenn man so ein paar Abonnenten mehr kriegt, dann merkt man, okay, man macht irgendwas richtig. Gut, okay, dann würde ich sagen, habe ich erstmal alles soweit. Ich bin die letzten Wochen ziemlich im Stress gewesen, weil ich das alles vorgearbeitet habe, weil ich die Weihnachtszeit halt mit der Familie zusammenbringen will. Der ein oder andere Kommentar kann nicht funktionieren im Endeffekt, den kann ich nicht aufnehmen mit in die nächste Folge, weil die vielleicht schon abgespult ist. Das wollte ich auch noch sagen. Also zwischen Weihnachten und Neujahr definitiv sind auch die Folgen voraufgenommen und ab 2.1. oder sowas, nee, noch sogar, nee, ich glaube bis zum Donnerstag im neuen Jahr habe ich schon aufgenommen und dann geht es wieder reinkommen, dass auch Kommentare berücksichtigt werden können. Das andere ist halt jetzt gerade nicht so möglich, aber ihr wisst es, Familie gibt's auch und die sollte man auch ein bisschen mitpflegen oder sowas. Gut, dann würde ich noch sagen, wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken oder, ne, ja, dieses Video kommt, glaube ich, auf dem Heiligen Abend raus. Manche feiern, glaube ich, Heiligabend abends die Bescherung. Andere machen das im ersten Weihnachtsfeiertag. Ich weiß nicht, wie es genau überall in Deutschland ist, aber in gewissen Ländern ist es auf jeden Fall so, dass man am ersten Weihnachtsfeiertag die Bescherung macht. Ja, und dann feiert schön, schön dick Rundessen, macht das, gedenkt aber trotzdem noch an eure Gesundheit und dann genießt die freien Tage, wenn ihr welche habt. Und dann gibt es natürlich den Silvesterabend, wo dann der Rutsch ins neue Jahr ansteht, ins 2024. Kommt da gut rüber. Guckt zu, dass ihr euer Geld beisammen haltet. Ist bestimmt nicht so prickelnd, wenn man das in die Luft jagt, meines Erachtens. Das muss nicht sein. Und ja, dann würde ich sagen, rutscht da gut rein, habt ein schönes neues Jahr, macht nicht so viele Wünsche, die ihr nicht halten könnt. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Jahr dann. Ne? Ihr könnt natürlich weiterhin Kommentare schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, sonst alles klar, sag ich mal. Ne? Recht herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.